Viele Grüne fordern eine Gesellschaftsform, in der letztendlich eine große Transformation stattfindet. Hans-Georg Maaßen hat im neuen Interview mit der Werteunion davor gewarnt, dass man vor allen totalitären Systemen Abstand halten muss und dass man sich dagegen zur Wehr setzen muss. Und das hier hat er genau gesagt. Heutzutage die politische Linke, die hier dieses Land dominiert, will keine Rückbesinnung auf die totalitären Gesellschaftszüge der DDR zulassen. Und das hat zur Folge, dass die DDR, dass das totalitäre System des DDR-Sozialismus verbagatellisiert wird, kleingeredet wird oder sogar weich und schön gezeichnet wird. Und deswegen muss man als freiheitlicher Demokrat sagen, wir sind gegen jede Form von Totalitarismus. Ob das jetzt nun ein roter oder ein brauner Totalitarismus ist oder das, was viele Grüne fordern, eine Gesellschaftsform, in der letztendlich eine große Transformation stattfindet und eine politische grüne Elite den Menschen vorschreiben kann, wie sie zu leben, wie sie zu sprechen haben, was sie heizen dürfen oder mit welchen Mitteln sie letztendlich zur Arbeit fahren können. Dagegen muss man sich als freiheitlich denkender Mensch, als Demokrat, als Republikaner zur Wehr setzen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da.